Dieses Bild macht gute Laune, denn die Malerin Marion Kausche hat Farben gewählt, die schwingen und tanzen. Hier kann das Auge auf Entdeckungsreise gehen, vom Ganzen ins Einzelne springen und wieder zurück. Erst nach und nach wird dabei klar, wie komplex das Bild aufgebaut ist und wie viele Schichten aus reinen Pigmentfarben für die einzelnen Farbklänge nötig waren. Kausche arbeitet langsam, oft monatelang an einem Werk. Es geht darum, den richtigen Partner für eine Farbe zu finden. Wie kann man dem Orange seine Dominanz nehmen? Da braucht es ein kräftiges Türkis oder Magentarot. So entstehen Bilder, in denen die Farbflächen wie Individuen mit ganz eigenen Charakteren aufeinandertreffen und ins Gespräch kommen.